Medien verändern sich permanent und Politik und eben auch die Gesetzgebung muss damit Schritt halten. Und die Entwicklungen durch das Internet verlangen von Politik vor allem, dass es sehr viel schneller zu Entscheidungen kommt als bisher. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viel Medienvielfalt in Deutschland, wie wir sie heute haben, weltweit so viel Medienvielfalt. Das ist sicherlich dem Internet zu verdanken. Und wir leben heute in einer globalen Welt, das ist sehr spannend und es ist eben auch sehr spannend, dass wir Inhalte rund um den Globus hier empfangen können, aber auch von hier senden können. Wir müssen in einer solchen veränderten Welt natürlich darüber nachdenken, ob die bisherigen Strukturen, die sich sehr bewährt haben in der Bundesrepublik, auch nach dem Krieg insbesondere, denn es gab ja einen guten Grund für die Ansiedlung der Landesmedienanstalten. Die alte Medienordnung war so aufgesetzt, dass man insbesondere nach den Erfahrung aus der NS-Zeit verhindern wollte, dass einer den Knopf drückt und alle das sozusagen dann hören müssen. Und insofern ist die Medienordnung in Deutschland darauf ausgelegt, dass eben sie nicht besonders schnell ist, im Gegenteil, dass sie eine demokratische Rückkopplung hat. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir kein Tempo verlieren. Wir haben das in der Vergangenheit schon erlebt, wenn ich an DVBH in Deutschland denke, das letztendlich durch alle Landesmedienanstalten herdurch musste. Und am Ende ist kein Geschäftsmodell raus geworden, weil wir 2-3 Jahre verloren haben letztendlich. Ich glaube aber, dass wir gerade im Bereich des Internets zu neuen selbstregulierenden Mechanismen kommen müssen, die auch schneller funktionieren und die auch schneller gesellschaftliche Akzeptanz auf die Medienordnung abbilden können. Wir hatten bisher eine Medienordnung, in der aufgrund der Frequenzknappheit der Rundfunk, also Fernsehen und Radio, reguliert worden sind. Es gab öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gab Frequenzzuteilungen und Aufsichtsbehörden, während die Printmedien nach der Gründung der Bundesrepublik, also nachdem der Lizenzzwang der Nachkriegszeit weggefallen ist, frei und aus der Freiheit des Artikels 5 Grundgesetzes auf den Markt kommen konnten. Jetzt haben wir im Internet auf einmal Konkurrenz zwischen beiden. Mit öffentlich-rechtlichen Zwangsrundfunkgebühren wird im Internet Konkurrenz gemacht zu dem, was private Medien anbieten. Und da muss man sich mindestens mal Gedanken machen und muss die medienpolitischen Instrumente überdenken. Wir brauchen eine Medienpolitik, die konsistent ist und die durchsetzbar ist. Konsistent bedeutet, wir müssen Wertungen treffen, die für die körperliche Welt und die virtuelle Welt beide Bestand haben. Ich muss verstehen als Nutzer, warum es egal ist, ob ich bei Kino.to einen Film herunterlade oder eine DVD stehle. Beides ist für meine Begriffe vom Unwertgehalt gleich. Darüber hinaus muss ich schauen, dass ich Verstöße durchsetzen kann. Ja, die Printmedien brauchen sich bisher eigentlich über ihre Qualität keine Gedanken zu machen. Wir haben durch die Neuigkeiten im Internet eher eine Krise unseres Geschäftsmodells. Unsere Leser haben seit Jahrhunderten eigentlich für die Inhalte, die wir zur Verfügung gestellt haben, Geld bezahlt. Und durch die For-Free-Kultur ist das im Internet jetzt etwas schwieriger. Die deutsche Medienpolitik hat zahlreiche Herausforderungen, die man ganz schwer auf einen Punkt bringen kann. Ich denke, dass die Enquete Internet und digitale Gesellschaft ihren Beitrag dazu leisten wird und eine Bandbreite auffächert. Ich denke aber, dass der Aspekt der Internationalisierung in den Griff genommen werden muss. Es gab einen guten Grund für die regionale, die föderale Kontrolle. Aber wir müssen uns natürlich die Frage stellen, ob das die wirklich richtigen Instrumente sind, wenn wir globalen Content haben, wo der meiste Content aus den USA, von der Westküste der USA kommt, die Wertschöpfungskette sich auch dort sehr stark hinentwickelt, ob wir dann mit föderalen, nationalen Regulierungsstrukturen im Rundfunk und in der Medienordnung, gerade für das Internet und für neue Geschäftsmodelle im Internet, noch richtig aufgestellt sind.